herzlich willkommen bei Vedic Stars. Wir beschäftigen uns heute mit dem Skorpion-Aszendenten. Und Skorpionmenschen sind nicht unbedingt einfach zu verstehen. Woran liegt das? Es sind fixe Wasserzeichen. Und das ist ja im Prinzip schon ein Widerspruch in sich, denn Wasser fließt ja normalerweise und ist niemals fix oder fest. Was heißt das also für die Persönlichkeit dieser Menschen? Als Wasserzeichen sind es erstmal emotionale und sensible Persönlichkeiten. Und weil es ein fixes Wasserzeichen ist, gehen diese Emotionen besonders tief und sind besonders lang andauernd. Sie haben eine Gefühlswelt, die andere Menschen in der Tiefe und in der Intensität nicht haben, und deshalb werden Skorpionmenschen in ihren Gefühlen auch oft nicht von außen verstanden. Es sind sehr intensive Persönlichkeiten mit einem Talent für Psychologie und mit einem Talent dazu, andere Menschen auch psychisch zu durchdringen und zu analysieren. Sie sind hochintelligent, können hervorragend recherchieren und Dinge erforschen. Wenn etwas nicht zu Skorpion-Aszendenten passt, dann ist das Oberflächlichkeit. Das ist überhaupt nicht ihr Ding, sondern diese Menschen gehen immer in die Tiefe und verarbeiten alles immer sehr gründlich und sehr innerlich. Sie handeln sehr leidenschaftlich und intuitiv. Und auch wieder mit einer gewissen Intensität. Denn der Herrscher des Skorpions ist Mars. Und Mars ist der Planet der Energie. Das Besondere beim Skorpion ist eben, dass diese Energie oft nach innen gelenkt wird oder alles, was eher innerlich stattfindet, wie die Psyche, und weniger nach außen im Sinne von Aktivitäten und Handlungen, das wäre eher dem Zeichen Widder zuzuordnen. Aber der Skorpion ist eher der, die Energie nach innen lenkt. Skorpionmenschen haben durch ihren Herrscher Mars auch eine gewisse Kühnheit und einen gewissen Mut. Und das macht sie zu relativ resoluten und unabhängigen Persönlichkeiten. Sie neigen manchmal dazu, aufgrund ihrer scharfen Analytik die Erkenntnisse, die sie über andere Menschen gewinnen, dazu zu nutzen, um andere zu kontrollieren. Da müssen sie aufpassen, dass sie hier nicht anfangen zu manipulieren, also ihre Stärke nicht in etwas Negatives münden lassen. Sie neigen auch zu Kritik, insbesondere dazu, andere Menschen zu kritisieren, und hier sollten sie auch aufpassen, nicht zu persönlich zu werden. Sie erfassen das Gegenüber sehr genau und sehr gut und sehr gründlich, und das birgt dann eben auch immer die Gefahr, dass, wenn man Kritik äußert, diese zu tief geht und zu persönlich wird und andere Menschen sehr verletzt, obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt intendiert ist von dem Skorpion-Aszendenten. Skorpione neigen dazu, in ihrem Leben sich weiterzuentwickeln, und Transformationen und Umbrüche gehören in ihrem Leben dazu. Dabei müssen sie aufpassen, dass dieser Wunsch nach Weiterentwicklung nicht dazu führt, dass sie sich selbst zerstören, also dass diese Umbrüche nicht zu radikal sind. Denn Mars herrscht neben dem ersten Haus auch über das sechste Haus der Konflikte und der Krankheiten. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es mit diesem Wunsch nach Umbruch und Transformation nicht so übertreibt, dass man hinterher zum Beispiel total ausgebrannt ist oder dass gar nichts mehr da war und ich radikal alles um mich herum verändert habe. Skorpion-Aszendenten haben außerdem oft eine magnetische Wirkung auf das andere Geschlecht. Das hat damit zu tun, dass der Skorpion auch für unsere Geschlechtsteile steht und für Sex-Appeal und diese Menschen dazu noch einen gewissen Charme an den Tag legen. Das war meine Analyse zum Skorpion-Aszendenten. Gebt mir gerne ein Like und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr wissen wollt, wo euer Aszendent steht, geht gerne auf meine Webseite www.vedic-stars.de. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner, wo ihr herausfinden könnt, wo euer Aszendent steht.